Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bioshock Remastered. Bewertet den Part und viel Spaß. Gut, dann würde ich sagen, wir laden das Spiel. Wir waren bei Neptune's Bounty? Achso, 3. Januar, 5. Januar. 5. Januar, alles klar. Ja, dann waren wir bei Neptune's Bounty. Und da machen wir jetzt auch weiter. Nach dem Ladebildschirm natürlich. Was hatten wir im letzten Part alles gemacht? Wir hatten vieles gemacht. Wir haben neue Fähigkeiten bekommen, das weiß ich noch. Wir haben ein Geschenk von den Little Sisters bekommen und wir sind jetzt irgendwo, ich weiß, wo wir stehen geblieben sind. Wenn ich den Ort gleich sehe, dann erkenne ich ihn, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich den nennen sollte. Kein Plan. Stell mich mal noch einen dicken Lauder. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Ne, von da kommen wir doch, oder nicht? Ja, von da sind wir gekommen. Und hier wollte ich noch ein bisschen was machen. Hier kommt Sound. Ja, so dürfte gehen. Alles klar, was haben wir denn hier? Einen Tisch untersuchen. Ist nichts drin. Okay, da ist noch was. Film aufheben. Achso, ja, für die Kamera, stimmt. Ich glaube, ich habe Tabak unter meiner Maus. Da lang. Oh. Da ist eine Kamera. Ach komm, dann müssen wir sie zerstören. Ah, ich will dafür aber nicht die Pistolenmuni. Ja, komm, nehmen wir Schrot. Insta-Dead. So, was haben wir denn hier alles so? Oh, da ist was. Dollar, okay. Mann, ich habe irgendwelche Tabakkrümel auf meinem Tisch. Das ist nicht so ein schönes Gefühl. Bandagen, schöne Sache. Was haben wir noch so? Sicherheitskamera. Ja, und sonst diesen Bot-Notschalter. Aber ansonsten haben wir nichts mehr. Ah, schön, okay. Achso, ich darf nicht Shift drücken, stimmt. Ich sprinte ja schon die ganze Zeit, stimmt. Das vergesse ich immer, ich fühle mich so langsam. Vor allem, wenn man so Bioshock spielt momentan. Ist ja Bioshock. Am Laufen. Aua. Ach man, jetzt muss ich nachladen. Oh, ich hätte dich auch übernehmen können, aber naja, okay. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Ja. Oh, lol, da war ja eine Granate. Was? Wo war ich denn? Ach, da! Der Boy hat mich Oh! Hey! Hypnotize Big Daddy. Kann ich dich jetzt... Okay, nein. Warte mal, so ein Big Daddy kann ich safe auch fotografieren, oder? Oh. Rosie? Oh. Das habe ich schon. Oh, au. Okay, ich muss kurz. Oh, das ist eine Granate. Kurz. Okay. Oh. Oh.
Nein! Ach Mann. Das war Anna. Ich habe keine Verbände. Ich brauche irgendwie Koffer, meine ich. Hallöchen, Vincent. Was geht? Oh, ich hasse. Ich will doch nur laufen. Objekte kaufen. Ich brauche Verbandskästen. Ich habe Oh, kacke, ey. Ich habe kaum Verbandskästen. Das ist ein bisschen unlucky. Ja, Little Sister, B. Okay, wow. Kleiner Anstieg der maximalen Gesundheit. Jetzt kämpft er für mich, ne? Ja, und jetzt? Hä? Jetzt kann ich die Little Sister ja noch nicht retten, ne? Weil... Hä? Okay. Oder kann ich sie jetzt schon... Cool! Kämpfe, Big Daddy! Kämpfe! Du bist der Main. Und wir retten sie. Nein. 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 Geil! Ja, Verbände habe ich, glaube ich, auch. Eine Menge. Aber wo finde ich die denn? Also ich habe eine Menge Verbände, glaube ich, gesammelt. Aber ich habe halt keine... Erste-Hilfe-Koffer und ich kann mich, glaube ich, nur mit Erste-Hilfe-Koffern bisher heilen. Vincent, das ist halt das Problem, oder kann ich mit irgendeiner anderen Taste, Verbände benutzen, anstatt Erste-Hilfe-Koffer? Ja, komm, heilen wir uns einmal kurz. Das Coole ist halt unser kleiner Big Daddy da hinter uns. Der folgt uns halt auf Schritt und Tritt, ne? Genbank. Nee, das können wir... Nee, das will ich alles behalten. Hallo. Upgrade. Brauche ich nicht. Gesundheitsupgrade könnte ich gebrauchen. Sind wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Ach so. Bandagen. Ja, stimmt. Bandagen, die füllen mich dann instant auf. Ja, klar. Wenn ich sie aufhebe, aber ich habe ja keine Reservoir, sag ich mal. Und ich habe nicht genug Geld, um mir Verbandskoffer zu kaufen. Er hat den Schaden, die Kameras und Geschütztürme. Meine ich doch, Medipacks. Ja, okay. Ja, davon hatte ich ja immer genug, aber die sind halt alle schon draufgegangen. Erstmal das Gesundheitsupgrade. Dann würde ich sagen... Nehmen wir das noch und, ich weiß nicht, was... Warte mal. Och Mann, ich will immer Shift drücken, weil ich denke, ich kann dann sprinten, aber nein. Da. Was bringt mir Dieb denn nochmal? Ups. Dieb, beim Suchen ins Behälters oder in Leiche kannst du nochmal... Ah. Das war etwas mehr Gesundheit durch... Ja, das ist, glaube ich, schon... Ich check eigentlich relativ selten. Ich glaube, so viel bringt das auch nicht. Dann nehme ich lieber das mit. Das muss ich auch irgendwie mal kaufen irgendwie bald. Ein Upgrade oder so, wenn ich eins kaufen kann. Okay, ich habe gerade gedacht, warum sehe ich dann eine Lebensanzeige? Ja, wir haben doch eigentlich recht viel übrig, ne? Wir könnten uns noch Zorn kaufen und wir könnten uns noch Zieldummy kaufen. Schleuder Kreaturen Objekte mit der Magiestadt zurück. Wir könnten uns auch die... drei Sachen. Maschinenbast. Ach komm, wir geben jetzt einfach unser ganzes Effort aus. In Bank legen. Dann können wir uns noch Sonic Boom. Und... Komm. Ich werde sie eh nicht nutzen momentan, also von daher ist es egal. Geben wir einfach unser alles, Dings aus. Oh, lol!
Wo ist mein Granatwerfer? Da ist mein Granatwerfer. Was? Schon Waffen-Upgrades gefunden? Lol. Ich bin der Meinung, ja. Oder? Nee. Weiß ich nicht. Doch, ich glaube. Doch. Oder? Kommt drauf an, was für Waffen-Upgrades meinst du? Erstmal alles nachladen hier. Sind ja gerade so gut dabei. Alles nachgeladen, schöne Sache. Hallo! Ich hab schon lang nichts mehr zwischen die Zähne bekommen. Hast du was für mich und meine Mannschaft oder suchst du nur Ärger? Setz dich kurz hin. Ich muss Kaffee aufsetzen. Vielleicht decke ich sogar den Tisch mit dem feinen Tafelsilber. Das wäre natürlich nett. Bevor du in die Fischfabrik gehst, gebe ich dir noch einen Rat. Der alte Peach führt mit Sicherheit irgendwas im Schilde. Halt bloß die Augen offen. Ah, er hat aufgemacht. Okay, okay. Oh. Wenn das der Preis dafür ist, musst du ihn wohl bezahlen. Dafür kann er dir wenigstens deine Plasmide nicht wegnehmen. Welchen Dronika? Verändern deine Gegner und verbessern so deine Fähigkeit im Umgang mit elektrischen Systemen. Wir alle Gen-Tonika sind auch Technik-Tonika passiv. Das bedeutet, dass ihre Effekte automatisch einsetzen, sobald sie installiert werden. Du kannst die Anzahl der gleichzeitig verfügbaren Technik-Tonika erhöhen, indem du bei dem Gatherers Garden mit dem Adam der Little Sisters Technik-Tonika-Slots kaufst. Okay. Ich würde das gerne einsammeln. Achso, ich muss das erstmal, klar, so, ich hab Feuer dabei, ich wollte gerade sagen, ey. Tempo-Hacker Security. Scheiße, ich habe jetzt nicht gelesen, was das macht. Beschreibung. Scheiße. Ja. Wenn ich nochmal die Beschreibung... Ach, Mann. Egal, okay. Gamebank. Ah, okay, gut, dann kann ich mir das hier kurz angucken. Wo war das denn? Was will ich denn, wenn eher wenig haben? Das hier. Hacker-Fokus. 2 Überlastungsplatten weniger beim Hacken. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Alles klar. Ist da noch irgendwas, was mir Telekinese ansaugen kann? Nee. Ja, nehmen wir noch die Erwespritze mit. Verbandskasten. Auto-Hacker. Achso. Zick. Habt ihr noch was zum Vorschein? Nein, alles klar. Was ist hier hinten noch so? Nichts. Ich habe zwar jetzt nur den Schraubenschlüssel als Waffe, aber ich kann mich ja noch mit meinen Plasmiden wehren, also so ist es nicht. Ich wette, als dein Boss aus der Hölle abgehauen ist, hat er zum Teufel gesagt, dass er gleich wiederkommt. Und der Teufel hat gesagt, sehr wohl, Mr. Fontaine, ich halte Ihnen Platz frei. Ryan hat versprochen, dass Fontaine ins Gras gebissen hat und jetzt machst du hier seine Drecksarbeit. Ryan ist ein Penner und du... Oh, Wandskasten, Erwischspritze, schön. Können wir noch was schmelzen? Hier ist der Automat. Hier kann man auch noch was schmelzen. Alles klar. Lassen wir ihn einfach burnen, würde ich sagen. Oh, lol! Nein! Ich hab keine Waffen, das ist ein bisschen unfair. Und dann sind da noch ein paar Geschütze. Au! Aber das ist unfair gerade. Ich hab. Mann! Ich bin nochmal neu. Ich hab keine Waffen mehr, oder? Nein, ich hab immer noch keine Waffen.
Warum kamen die ein wenig unerwartet, muss ich sagen? Oh, hatte ich das eben weggebrutzelt? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Angst? Okay, sterben! Okay. Einfach so kämpfen. Oh, what? Mann! Wo denn? Ach, Leute, geht mir doch nicht auf den Sack alle, ey. Nein, oh Mann! Ich komme mit den Tasten gerade nicht klar. Oh, Junge! Oh. Und da sind ja noch mehr. Leute, geht mir nicht auf den Sack. Mann, ich hab doch... Boah, wie soll ich das denn machen? Wieso kommen denn so viel? Ich hab keine Waffen! Und ich hab auch nicht unendlich von diesen verkackten... Verbandskästen, Mann. Kann ich bitte... Oh. Kann mir hier auch nichts kaufen? Oh, da streamt ja jemand. Ja, hallo Bjarne. Wie geht's? Alles fit bei dir? Ich hab halt auch keine Apfelspritzen mehr, Mann. Wie soll ich das denn machen? Geh weg! Fick dich. Blöde Kuh, ey. Oh, sind da echt Geschütztürme? Sind da echt Geschütztürme? Ist das denn ernst? Autohacker, achso, ist voll. Ja, weißt du was? Dann nehme ich jetzt hier einfach mal einen Autohacker. Und setze ihn hier ein. Und kann einen mitnehmen. Ich muss mir Verbandskästen kaufen. Ganz ehrlich, dann kaufe ich mir nochmal Kartoffelchips und heile mich dadurch voll. Hab 7 Verbandskästen, schön. So will ich das sehen, Alter. Hä? Was? Oh, ich hab nicht genug Geld, willst du mich verarschen? Nein, ich drehe nicht meinen Schwierigkeitsgrad runter. Das ist ein bisschen sehr kacke dann. Ich camp mich jetzt einfach hier rein. Und warte. Kann ich den nicht irgendwie zu mir? Nein, kann ich nicht. Habe ich den schon fotografiert? Ich weiß es nicht. Als Noob ist schwierig. Ja, merke ich. Er hört das Schaden. Ich find's halt einfach wirklich mies. Digga. Geh weg. Geh weg. Das sind meine ganzen schönen Verbandskästen. Das ist dumm. Ich habe halt nicht mal mitbekommen, dass mich so eine... Kann ich mal... Danke, ich laufe wieder, okay. Dass mich so eine Kamera gesehen hat, das habe ich gar nicht mitbekommen. Angst. Erwischspritze, Erwischspritze. Warum wird mir denn jede Waffe genommen, anstatt dass die mir jedenfalls die Pistole lassen oder so, weißt du? Nee, jede Waffe muss weg. Kriege ich von dem vielleicht eine neue Pistole oder so? Ja! Oh, ich habe endlich eine Waffe. Ist sie? Hä? Wo hat mich denn jetzt bitte... Jetzt erklär mir mal. Wo mich gerade bitte
so eine Kamera oder so gesehen hat, dass ich jetzt schon wieder gefokust werde von diesen Kackdingern. Ich habe auch schon wieder keine Pistolenmuni mehr. Das ist unfair. Sehr, sehr unfair. Ich finde das richtig, richtig mies. So Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.